Hallo und willkommen zum letzten Video der Videoreihe Flächenmasse von Mathematik macht Freude, Freunde. Ich heiße Simone und begleite dich bei den letzten Schritten zum Thema Flächenmasse. Wir haben in den vorherigen Videos bereits gelernt, was ein Flächenmaß ist, welche Flächenmasse es gibt und wie man Flächenmasse umrechnet. Wenn du dir bei einem oder mehreren dieser Punkte unsicher bist, schau doch bitte bei den anderen beiden Videos vorbei. In diesem Video werden wir einfache Rechenaufgaben lösen und uns weitere Flächenmasse aus anderen Ländern näher anschauen. Bevor es losgeht, hol dir bitte etwas zum Schreiben, ein Blatt Papier und einen Stift. Pausiere in der Zwischenzeit das Video. Lass uns gleich anfangen. Unser erstes Beispiel lautet: Frau Holubowa möchte die Bodenfliesen in ihrer Küche austauschen lassen. Ihr Küchenboden macht 18 Quadratmeter aus und die neuen Fliesen, die sie ausgesucht hat, sind genau 2 Quadratdezimeter groß. Wie viele Fliesen benötigt Frau Holubowa? Zunächst stellen wir fest, dass hier zwei unterschiedliche Flächenmaße angegeben sind: Quadratmeter und Quadratdezimeter. Bevor wir rechnen, müssen wir eines von den beiden umrechnen. Also rechnen wir 18 Quadratmeter Küchenboden in Quadratdezimeter um. Wir wissen, dass wir Quadratmeter in Quadratdezimeter umrechnen können, indem wir mit 100 multiplizieren. Also sind 18 Quadratmeter gleich 1800 Quadratdezimeter. Um jetzt noch herauszufinden, wie viele Fliesen benötigt werden, dividieren wir die Fläche des Küchenbodens durch die Fläche der Fliesen und bekommen so die Anzahl. Also 1800 dividiert durch 2 sind 900. Das heißt, Frau Holubowa benötigt 900 Fliesen. Wichtig ist dir zu merken, dass du nicht mit verschiedenen Flächenmaßen rechnen darfst. Also rechne immer erst so um, dass du alle Zahlen in derselben Einheit gegeben hast. Gegebene Zahlen immer erst in dieselbe Einheit umrechnen. Hier kommt nun ein Beispiel, was du selber ausrechnen sollst. Die Aufgabe lautet: Herr Demir plant gerade sein Haus und muss noch 6 gleich große Fenster bestellen. Diese Fenster werden aus einer einzigen Glasplatte ausgeschnitten. Die Glasplatte misst 12 Quadratmeter, 84 Quadratdezimeter. Wie groß ist eines der Fenster? Versuch die Aufgabe selbst zu lösen. Ich zeige dir im Anschluss meine Lösung. Bereit? Dann ist hier die Lösung. 12 Quadratmeter, 84 Quadratdezimeter sind 1284 Quadratdezimeter. Das Ergebnis dividiere ich jetzt durch die Anzahl der Fenster, um so die Fläche eines Fensters zu erhalten. Also 1284 dividiert durch 6 ist 214. Ein Antwortsatz könnte lauten: Die Fenster sind jeweils 214 Quadratdezimeter groß oder eines der Fenster misst 214 Quadratdezimeter. Unser drittes Beispiel lautet: Manfred hat einen Bauernhof mit Feldern geerbt. Es sind 5 gleich große Felder, wobei 2 Felder flächendeckend mit einer speziellen Erdmischung bedeckt werden müssen. Wie viele Säcke Erdmischung braucht er, wenn die Felder jeweils 4 Hektar groß sind und ein Sack Erdmischung für 5 Quadratmeter reicht? Wie bei der letzten Aufgabe darfst du diese auch erst selbst probieren, bevor ich dir die Lösung zeige. Hast du ein Ergebnis? Dann schauen wir mal, ob es auch stimmt. Also, wenn ein Feld 4 Hektar groß ist, dann müssen 2 Felder 8 Hektar groß sein. 8 Hektar sind 800 Ar oder 80.000 Quadratmeter. Das heißt, ich rechne 80.000 dividiert durch 5, um zu wissen, wie viele Säcke Erdmischung ich brauche. 80.000 dividiert durch 5 ergibt 16.000. Das heißt, er braucht 16.000 Säcke Erdmischung. Zum Abschluss möchte ich dir noch andere Flächenmasse zeigen, die man außerhalb Österreichs verwendet. Im englischsprachigen Raum verwendet man andere Längenmaße wie Zoll, Fuß und Meile. Deshalb verwendet man dort auch die dazugehörigen Flächenmaße: Quadratzoll, Quadratfuß, Quadratmeile.
Dabei entspricht eine Quadratmeile ungefähr 2,6 Quadratkilometer. Auch im asiatischen Raum gibt es andere Flächenmaße. Dunam findest du zum Beispiel in Vorderasien. Es stammt noch aus der Osmanenzeit und hat die Fläche eines Felds bezeichnet, die ein Mann an einem Tag pflügen kann. Pyong beschreibt ein Flächenmaß, das hauptsächlich für Wohnflächen verwendet wird, ähnlich wie bei uns der Quadratmeter. Dabei gibt es das in vielen verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Namen. In Korea heißt es eben Pyong, in Taiwan Ping, in Japan Tsubo. Du siehst, dass Flächenmaße nicht einheitlich sein müssen. Sie helfen uns dabei, die Größe einer Fläche angeben zu können. Jetzt kannst du einwandfrei mit Flächenmaßen umgehen. Danke fürs Dabeisein und Mitlernen.